Soll ich es probieren? Ja, mach es. Okay, da kostet ja sowieso nur 800. Da stehen, glaube ich, zwei Wachen vor, aber ja. Egal, merkt ihr nicht. Die sind blind. Da stehen direkt Wachen vor, der läuft direkt rein, er ist so doof. Wenn das jetzt, wenn er wirklich aufgespielt wird, dann stimmt das sogar. Dann, die sehen ihn nicht. Nee, ne? Die Penner sehen ihn nicht. Die sehen ihn nicht. Lol. Also ich würde dem König ja mal Bescheid sagen. Ah, er wurde enttarnt. Okay, alles klar. Lol, warum ist da jetzt so ein Gesicht drüber? Häscher von Sir Streifen in seiner Nähe umher. Ich wusste doch, dass er gekrallt wurde. Naja. Ja, wissen wir, diese scheiß Wache da krallt ihn. Gut zu wissen. Können wir jetzt auf der Hauptinsel gleich wieder was Neues kaufen. Hier können wir gleich was kaufen wieder. Diesmal kaufe ich mir ein großes Heerlager nochmal. So. Wir stehen zur Verfügung. Schicken wir auch nach oben. Seine Hauptinsel wird so sterben. Die wird so untergehen, ne? Und brauche ich gleich noch eine Drehbuchstellung. Die kann man auf jeden Fall gebrauchen. Wieder in 2 Minuten. Und wie sieht unten seine Insel aus? Die ist jetzt eigentlich auch kaputt, das heißt, ich kann meine Schiffe da abziehen. Ja, steht jetzt auch unbewohnte Insel. Und die anderen Schiffe schicke ich auch schon mal. Ich werde die Truppen hochschicken. Sehr gut. Du weißt, wo sie hin müssen, ne? Ja, da wo dieses Bündel von Truppen ist. Ja, und meine Schiffe, die haben die Dings jetzt umstellt. Die, Stadt. Wir marschieren los. Was ist IC1 und IC2? Was für ein Ding? IC. Das heißt, er kann quasi nichts mehr bauen in seiner Hauptstadt. Und wir können gleich von oben auf die Insel gehen. Jeder hat bekommen, was er wollte. Brauche ich gleich mal nochmal was? Noch 1 Minute und 3, noch 2 Minuten. Okay. Wie sieht. Oh, Vibing ist kaputt. Nicht mehr da. Ja, das habe ich komplett leer geräumt. Ja, also bin ich noch dabei, leer zu räumen. Ja, ich sehe es, das Konto steht ja noch. Ja, der Konto bleibt auch stehen, nur die Waren davon räume ich halt noch weg. Okay. So, da komme ich jetzt nicht mehr rein. Der Häscher ist jetzt genau im letzten Gebäude positioniert. Das heißt, ich kann da unten in kein einziges doch da ins Bauernhaus. Dieses Gebäude kann erst infiziert werden, wenn Bürger darin leben. Ach so! Ja, klar. Das heißt, er hat überhaupt keine Bürger mehr, Marcel. Das ist doch toll. Zero. Und ich sehe gleich, dass die ganzen Schiffe ankommen werden. Ich kann mit dem Bergfried ja auch schon mal ein... Oh, fuck, das geht nicht. Und doch. Noch 42 Sekunden, dann brauche ich eine Drehbuchtstellung. Und wenn die dann oben mit den anderen Schiffen angekommen ist, dann können wir den Typen auch den Gar ausmachen. Nun weiß ich mehr über euch, als mir lieb ist. Ihr seid äußerst vielseitig. Ja, ganz genau, das sind meine Vorlieben. So, jetzt kann ich dir nochmal bessere Schergen bauen. Boah. Sind die noch schneller? Von mir hören. Sehr gut, danke. Ich freue mich schon nachher bei Live. Und gleich, sobald wir ihn erobert haben, werde ich mich mal darum kümmern, dass wir mehr Platz auf unserer Hauptinsel bekommen, um die 2000 Adlige zu erreichen. Wann geht seine Kirche mal hier kaputt, ey? Wer wohnt jetzt hier wirklich eigentlich noch? Hier laufen ja noch ein paar Gestalten umher. Aber eigentlich sollten hier ja überhaupt keine Leute mehr leben. Alles ist hier verfallen. Außer Zimmermannshäuser und so ein Dreck. Oha, Life hat echt mega Städte im Orient.
Teilweise kosten die bloß 20.000 Gold. Ja, ich glaube, Sir Gavin ist auch der mit. Nein, Willem ist der Größte. Sir Gavin ist eigentlich schwieriger. Ja, nein, Willem hat viel mehr. Eins, zwei. Ja, das heißt ja nicht, dass er besser ist. Ja, aber er hat auch. Naja, sein System ist etwas komplexer als sein Inselaufbausystem. Und sein Heerlager ist auf jeden Fall größer. Aha. Du musst mal auf seine Hauptinsel unten gucken. Das ist größer als bei Sir Gavin, muss man sagen. So, jetzt werde ich ein Schiff machen mit sinnvollen Waren, die wir noch auf unserer Hauptinsel gebrauchen können. So, da kommen jetzt die ganzen kleinen Schiffe mit den Männern drauf. Sie werden kommen und sie werden Schaden anrichten. Sie werden kämpfen. Sie werden sterben. Muhahaha. Ich werde nämlich noch nicht auf die Insel raufgehen. Vielleicht baut er denn noch irgendwelche Abwehrsachen. Das mache ich erst kurz bevor. Erst wenn alle Schiffe oben sind. Wir sind ja alle auf dem Weg. Hier fahren sie in Reihen. Ohne eure Hilfe kann ich diesen wichtigen Auftrag. Machst du das? Ah, nee, versenken sie. Nee, wir haben keine Schiffe momentan dafür. Die müssen da oben die Hauptinsel absichern. Doch, du hast Schiffe. Das geht. Und automatisches Speichern oder was ist los? Nö. Irgendwie hat es nämlich gerade so ein Ladedingsbums bei mir gegeben. Du bist der gleiche Halsabschneider wie ich. Dann ist es abgemacht. Du bist der gleiche Halsabschneider wie ich. Okay. Welcher von denen ist denn jetzt das kleine Dingsbums? Das Drehbuch? Was machst du da? Warum fährst du die so? Ich guck gerade, wer von denen das kleine Lager ist, aber ich glaube, ich hab's jetzt. Oder? Alles fertig. Nein, großes. Also alle, die da jetzt stehen, sind sinnvolle Sachen. Das ist auch ein großes. Und was ist das hier noch? Das ist das kleine. Sicher? Ja. Moment. Nee, das ist auch ein Drehbuch-Transportboot. Wo ist denn der kleine? Drehbuch. Hier ist kleines Transportboot. Ich baue da dann jetzt die Trutzburg hin, ne? Jetzt noch nicht. Aber es sind noch nicht alle da, oder? Doch. Eins ist gerade noch auf dem Weg. Ja, das ist 10 cm entfernt, aber du musst ja auch erstmal die ganzen Truppen. Ja, gut. Ach, okay. Passt, das passt. So. Könnte es sein, dass ihr etwas. Du weißt, ne? Mit Drehbuchtstellung alle Markthäuser angreifen und mit den großen Heerlagern die Türme. Okay. Alles fertig. Komm, ich die unterscheiden kann. Drehbucht. Großes Heerlager. Großes Heerlager. Drehbucht und großes Herrlager. Dann kann ich die jetzt einfach mal alle an Land schicken, ne? Richtig. Wo baue ich die denn jetzt hin? Mit den großen Herrlagern kann ich was? Gebäude angreifen. Nee, was? Versenkst du jetzt eigentlich schon die Schiffe? Ich bin noch gar nicht losgefahren, weil ich die große Insel absichere, dass er keinen Kontor baut. Kann ich dann. Ach, egal. Du machst das schon. Was? Weil die Schiffe greifen uns jetzt überall an. Lol, warum? Weil das Korsaren-Schiffe sind, die zu einem Auftrag gehören. Warum hast du den Auftrag? Wir entbinden hier überhaupt keine Schiffe. Ich nehme jetzt hier zwei Schiffe, die kein Kontor absichern müssen. Ja gut, dann mach du den Auftrag zu Ende. Und bitte ohne Verluste, das ist nämlich.
Nein, das sind Korsarenschiffe. Nein, ich guck gerade die Schiffsnamen. Das sind noch nicht mal Korsarenschiffe. Guck die Schiffsnamen an, Mann, nicht unsere Schiffe. Also, ja. Bringen sie heil nach Hause. Jeder dieser Männer auf diesem Schiff hat eine Familie, daran musst du denken. So, die Drehbuchstellungen sind dafür da, um die Türme kaputt zu machen, oder? Ja, nein, die Drehbuchstellungen für die Markthäuser und die Truppen für die Türme. Alles klar, wo haben wir denn hier das nächste Markthaus? Hier, okay. Das hier sind, was ist das? Toll, jetzt weiß ich nicht, welches Schiff was ist. Das ist auch so. Wo kann man das an den Schiffen erkennen? Indem du weiter wegfährst und dann steht oben drüber Drehbuchtransportboot. Okay, ja, das ist mir schon klar. Ich dachte, man kann das auch irgendwie anders sehen. Na, also wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, ich muss zuerst die Türme kaputt machen, oder? Mit deinen Truppen und währenddessen kannst du, wie gesagt, mit den Drehbuchstellungen schon die Markthäuser zerstören. Soll ich dir gerade mal bei der Positionierung deiner Truppen helfen? Ja, ich gruppiere erstmal die ganzen Schiffe. Also, ich baue jetzt hier erstmal... Ich gruppiere erstmal die ganzen Schiffe. Was für ein Schiff hast du da gerade? Ich habe eine Drehbuchstellung weggenommen. Ja gut, ich gruppiere hier gerade erstmal alle großen Heerlager. So. Nichts kann uns standhalten. Jetzt baue ich das... Nein, ich will keine Trutzburg bauen. Also genau hier. So, wo stelle ich das jetzt hin, das Heerlager? Ich glaube... Wie ihr wünscht. Deine Mutter, der Baubereich ist geblockt. Hört sich mal. Ist so gut wie erledigt. Deine Mutter! Sind auf dem Weg. So sei es. Ja, lol. Alles klar. Warum ist der Baubereich geblockt? Der kann mich mal. Das gefällt mir. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Also, kannst du mir mal sagen, warum der Baubereich immer bei mir geblockt ist? Tja, weil er geblockt ist. Ja, ich stelle die doch schon dahin, wo es weiß. Ich will er mich eigentlich fahren? Ja. Na gut. Ja, wie jetzt? Jetzt komm, da ist doch... Da ist doch gar nichts. Lol. Bei mir ist auch gerade alles blockiert. Ich kann, ja, das stell ich sie jetzt mit, hier mitten. Hier stell ich sie jetzt halt. Boah. Alter. Die Armee marschiert los. Ich hab 1 stationiert und das habe ich behindert stationiert. Alter, komm. Ich stell's wirklich jetzt. Da sind ja nicht mal mehr Bäume. Lol, jetzt habe ich es dahin gestellt. Okay, das ist zwar behindert, aber wir sind stets. Eure Anweisung? Ihr seid ganz nach meinem Geschmack. Bereit? Ja, nee, ist klar. Alter, ich habe doch da drauf gedrückt, du Depp. Attacke. Wo ist denn der mit seinem Heerlager hingelaufen? Ein Rohstoffvorkommen ist fast erschöpft. Zwingt sie in die Knie! Zerschmettert sie! Zwingt sie in die Knie! Was wünscht ihr? Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Oh mein Gott. Achso, ja, richtig. Ich muss da hier Schiffe versenken und so. Aber wo sind die Schiffe hin? Lol, oben wird gerade ein Schiff von mir kaputt gedings. Sehr ungünstig steht.
So, ich verliere gerade ein bisschen den Überblick. Wer ist hier gerade wo im Kampf? Okay, hier ist noch überhaupt keiner im Kampf. Spieß den Feind auf! Jetzt kannst du erzählen, Hassan Ben Said hat dir ein Loch in die Geldbörse gebrannt. Eure Anweisung? Erteilt euren Befehl. Zwingt sie in die Knie. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Jawohl. Sind hier jetzt alle im Kampf? Nichts Fragezeichen. Kann uns standhalten. So, du gehst dann doch lieber erstmal da drauf. So, hier geht jetzt langsam alles zu Bruch. Wo? Also bei ihm in der Stadt. Ja. Markthäuser halten nicht mehr viel aus. Nichts kann uns standhalten. Eines ihrer Gebäude wird angegriffen. Lol, wo? Als Gebäude zählt auch Heerlager. Okay, also ja, da. Ne, weil da wurde was angezeigt, deswegen. So. Vernichtet den Feind! Lauft am besten dahin. Was kann der noch so cooles mit angreifen? Schieß! Zerschmettert sie! Können wir die Drehbuchstellung eigentlich noch entstellen? Ich verschiebe meine Drehbuchstellung, ne? Nein, die stehen alle noch gerade so, dass wir sie brauchen. Naja, das eine greift kein Markthaus mehr an. Welches? Ich stell's jetzt um. Ach, das da in der Mitte. So. Ja, das kannst du umstellen. Wir sollten eure augenblickliche Stärke nicht überbewerten. So, ich wollte jetzt auf irgendeine Insel. Nein. Erst habe ich kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Kann man sein Maul halten.